Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen wieder zurück hier bei Raft. Ich bin der Zanto, das hier ist unser Detlef und zusammen mit euch vielen, vielen Dank, dass ihr wieder reinschaut und viel, viel Spaß euch. Wollen wir zusammen jetzt noch hier die Unterwasserwelt erforschen. Dazu haben wir Folgendes gemacht, wir haben noch einen Schrotthaken gebaut. Ja, die Metallaxt, die brauchen wir jetzt unter Wasser nicht. Ich würde sagen, die räumen wir mal zurück. Na, alles kein Problem. Wir nehmen noch einen Speer mit. Ich hätte dann vielleicht noch einen Bogen mitgenommen. Vor allen Dingen für den Hai. Wenn wir wieder zurückkommen, dass wir uns wenigstens da gegen ihn behaupten können. Das Problem ist, dass das halt unheimlich Inventar... Es ist leider so. Das ist halt das frisst halt unheimlich Inventarplätze. Und deshalb machen wir es so. Also den einen Schrotthaken, der hier fast kaputt ist, den lassen wir hier. Einer, der noch gerade so geht, den nehmen wir mit. Genauso wie den guten, in Speer, in Bogen und ein paar Pfeile. Das war's. Die zwei Ausrüstungssachen, die packen wir dann, wenn wir so weit rausgeschwommen sind, packen wir die dann dahin. Ins Inventar. Zeige ich euch gleich. Übrigens habe ich nochmal geguckt, man braucht tatsächlich für die Hängematte sehr viele Federn. Und wir haben sehr, sehr wenige. So. Schaut mal. Wir wären im Prinzip da. Jetzt könnten wir das so machen, dass wir jetzt hier Ausrüstung rein und los geht's. Und jetzt geht's richtig ab. Also, Hauptaugenmerk jetzt erstmal auf das Erz, würde ich vorschlagen. Natürlich auch auf den Seetank, das ist klar. Oh ja, waren wir zu gierig gerade. Haben wir es nicht auslaufen lassen. Riesenmuscheln natürlich mitnehmen. Hier gibt es soweit nichts mehr. Hier gibt es noch ein bisschen Seta. Und dann machen wir hier weiter. Hier auf der Seite, ja, da könnten wir. Wir könnten hier die ganzen Steine, wir könnten auf jeden Fall alles mitnehmen. Das wäre kein Problem. Aber ob wir es jetzt machen müssen, also vor allen Dingen alle Steine. Ja. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Bedenkt, wir sind ja ganz knapp unter der Wasseroberfläche. Es dauert nicht lang. Gerade mit der Ausrüstung, dass wir hier wieder auftauchen. Das heißt, wir können hier schon sehr, sehr lange und sehr, sehr ausgiebig unter Wasser bleiben. Ne? Schaut mal den Sauerstoff da oben. Das heißt, der Vorrat geht deutlich, deutlich langsamer zur Neige. Und das macht ja schon viel aus. Ne? Also gerade an diesen Spots hier, gerade einfach einmal stehen bleiben und dann einmal rundum ausholen. Richtig geil, gefällt mir total. Und dann irgendwann, ich hatte es ja schon mal gesagt, irgendwann, wir bräuchten für diese Sachen bestimmt auch mal wieder eine eigene Kiste. Ich glaube, die Ankommenkiste draußen haben wir, glaube ich, auch noch nicht fertig ausgeräumt. Und wie gesagt, den Hai, den nehmen wir auf jeden Fall auf der Rückreise, den nehmen wir dann auch nochmal mit. Das Haifleisch wird uns dann auch ungern entgehen lassen. Schaut mal, wie viel das, wenn man hier wirklich Gas gibt unter Wasser, wie viel das schon Haltbarkeit kostet. Unglaublich. Keine Angst für Essen und Trinken. Haben wir gesorgt. Wir haben genug Kokosnüsse mit. Und jetzt wird auch gleich wieder Tag. Sehr schön. Wir tauchen nochmal schnell auf. Alles gut, Devi, alles gut. So. Sehr schön. So, jetzt hätten wir hier mal die Sachen fertig abgegraben soweit. Übrigens können wir jetzt aus Ton ja noch eine andere bauen. Und zwar sehr schöne Schalen. Für was wir die Schalen dann brauchen, das steht auf einem extra Blatt Papier. Ich weiß, dass die auf jeden Fall bald sehr, sehr nützlich werden können. Übrigens, unser ganzes hier hin und her, Gefahr, gerade auf die Inseln und so weiter und so fort. Wir sind in der Kampagne übrigens noch ganz, ganz am Anfang. Um die Kampagne zu starten, bräuchte man, ja, sorry Detlef, geht aber los. Um die Kampagne zu starten, bräuchte man die Antenne, dem Empfänger. Die funktionieren dann wie so ein Navigationsgerät. Da werden dann verschiedene Punkte auf der Karte angezeigt. Und an diese Punkte sollte man dann fahren. Und dann sollte man dort nach Überlebenden suchen. War mal wieder zu gierig.
So, hier gibt es auch noch was. Okay, passt schon. Also ihr seht, wie schnell das geht, wenn man das wirklich, wenn man wirklich hier ungefähr weiß, was man macht. Alles gut, Detlef, alles gut. So, hier hinten kann man... Ich glaube, so viel gibt es hier hinten auch nochmal abzugrasen. Wichtig wären hier vorne, wie gesagt, noch die Metalle, wenn hier noch... Genau, wenn hier noch ein bisschen was dranhängt, nehmen wir das auf jeden Fall mit. Steine hätten wir jetzt genug mitgenommen. Das heißt, da fällt jetzt mal der Fokus nicht so drauf. Wir nehmen noch ein bisschen Ton mit. Wir nehmen noch ein bisschen Sand mit. Das ist alles gut. Kein Problem. Ja, 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 ja. Alles gut. Hier unten das Erz. Auf jeden Fall. Ja, und dann oberste Direktive. Wie gesagt, Holz sammeln, Holz sammeln, Holz sammeln. Und dann sehen wir mal zu, dass wir auf jeden Fall unser Raft erweitern können. Wie gesagt, nach drei Seiten haben wir sie abgesichert. Das heißt, an der vierten Seite könnten wir es dann erweitern. Oh. Hier unten sind immer noch Erze. Habt ihr das gesehen? Hier unten sind immer noch Erze. Also das Riff geht dermaßen weit raus. Jetzt bin ich nochmal gespannt, ob unser Inventar bis hierher auf jeden Fall noch mitmacht. Wie hätten wir denn... Ah, okay. Es gibt nur noch die Schwimmflossen. Das heißt, mit dem Sauerstoff oder mit der Sauerstoffflasche ist schon mal wieder vorbei. Unglaublich, ne? Aber so wie es aussieht, die Schwimmflossen halten etwas länger. Wie die Sauerstoffflasche. Schade, dass man die Sauerstoffflasche nicht wieder auffüllen kann. Dass die unwiederbringlich dann kaputt ist. Das finde ich echt schade. Wäre mal so ein kleiner Tipp. Also bei den Mods habe ich es gesucht irgendwie. Das gab es da leider nicht. Hier oben wäre noch was. Und dann sagen wir mal, wären wir hier auf der Insel auf jeden Fall fertig und könnten langsam zu... Ja gut, die Steine nehmen wir mit. Nee, die Steine nehmen wir nicht mehr mit. Wir haben nämlich keinen Haken mehr. Wir haben keinen Haken mehr. Wir haben bis jetzt hier alles abgefarmt, komplett mitgenommen. Das Einzige, was wir jetzt noch mal ein bisschen hier abfarmen, das wären noch die Seetang-Geschichten hier. Und dann würde ich sagen, wir haben es geschafft. Wir haben es echt geschafft. Wir haben das Ding wieder komplett abgetragen. Ne? Ja. Jawohl, wir haben es komplett abgetragen. Mit allem drum und dran. Also alle Erze mitgenommen, allen Schrott und so weiter und so fort. Und hier hinten gibt es ja jetzt nichts mehr. Das heißt, wir könnten hier rückwärts auf jeden Fall zu unserem Raft laufen. Gönnen wir uns mal noch 1, 2, 3 Kokosnüsse. Hier kreist er wieder. So. So schnell geht das. So schnell geht das. Jetzt rüsten wir uns nur noch mal schnell mit einem normalen Haken aus. Und dann würde ich sagen, sieht doch die Sache auch wieder sehr, sehr gut aus. Die Schwimmflossen können wir wieder wegtun. Das nächste Mal, was wir halt wieder bräuchten, wäre halt ganz klar eine Sauerstoffflasche. Aber sonst hat sich doch gelohnt, oder? Schaut mal, das haben wir auch noch nicht ganz ausgeräumt. Ist auch nicht schlimm. Alles gut. Und wir bräuchten definitiv wieder, wir bräuchten auch hier wieder eine Kiste. Es reicht nicht mehr zum Lager. Deshalb machen wir jetzt so. Haben wir genug Planken da? Wir haben gar keine da. Und dann bauen wir halt wieder ein Lager. Und dann setzen wir halt das Lager wieder direkt halt hier oben an, ne? Na, lieber Hai. Noch ein bisschen eher aufstehen. So. Dann würde ich sagen, wir räumen hier alles rein. Die Tongeschichten hier rein, genauso wie die Sandgeschichten. Alles so weit, wie es geht, hier rein. Mittlerweile hier die Metallbahn. Ja, und jetzt alles das, was normale Materialien sind, würde ich sagen, räumen wir dann da oben rein.
Wir könnten sogar jetzt einen extra kleinen Platz machen für den Seetang, wie auch für diese ganzen Geschichten mit diesen Erzen. Das könnten wir jetzt alles ein bisschen extra machen. Das heißt, wir räumen das hier zum Beispiel mal raus und machen das als so Semi-Materialkiste, sage ich mal, vielleicht. Ne? Dann würde ich sagen, räumen wir mal das ganze Metall dort unten rein. Das Clipper könnten wir ja zur Not hier lassen. So, damit wir nochmal das Erz hier haben und die ganzen Bolzen und das ganze Zeug. Sieht ja eigentlich jetzt mal gar nicht so schlecht aus, finde ich. Seile hätten wir jetzt auch wieder mal genug. Gar nicht, auch gar nicht verkehrt. Holen wir mal von draußen noch schnell das Kupfer rein. Und alles andere gehört dann eigentlich oben, ne? Ja, die Kokosnuss nicht. Aber alles andere, schaut mal, und das Lager ist auch schon wieder fast brechend voll. Das ist halt dann einfach so. Clipper Seetang. Sollten wir dann auch mal wieder ein bisschen, sollten wir dann auch ein bisschen sortieren. Wahnsinn, was da alles rausgekommen ist. Dann packen wir hier auf jeden Fall das Seetang auch mit rein. Und ihr habt es gesehen, ne? Also. Noch zwei Steine übrig. Wo denn mit den... Ah, hier können wir noch ein bisschen... Hier hinten ist noch Metall. Hier ist zum Beispiel noch eine Feder. Die Feder könnten wir auch mal hier zum Glas mit dazu packen. Das wäre gut. Dann machen wir hier hinten mal ein bisschen speziellen Platz. So. Und dann räumen wir hier diese Erze rein. Dann sieht ihr das mal richtig... Dann sieht das mal halbwegs gut aus. Ich würde sagen... Gönn dir. Guten Appetit, Detlef. Und zwei Schlücke Wasser. So. Sieht doch die Welt gleich wieder ganz anders aus, oder? So, die Muscheln kommen dann hier rein. Und jetzt sieht es echt gut aus. Also kann man nichts sagen. Das ist halt noch die Unterwasserausrüstung. Aber so weit, so gut. Jetzt haben wir hier jede Menge Sachen gehortet. Wirklich jede Menge. Unglaublich. Jo. Passt eigentlich. Ausrüstung, Holz, alles von, ja, die Barren zum Beispiel, die Barren und so, das könnten wir auch alles noch hier reinräumen. Dann räumen wir halt die Seile raus und dann könnten wir halt die Barren zum Beispiel mit hier reinräumen. Weil das wäre schon besser, wenn die Barren mit an den normalen mit dran wären. Weil dann könnten wir dann sagen, oh, wir haben keine Scharniere mehr, wir haben keine Bolzen mehr, bla bla bla. Zum Beispiel, ne? Oder wir räumen die runter, so. Die räumen wir hier hinter. Haben wir hier oben das hin. Und dann sieht das doch hier halbwegs. Ja, dann sieht das doch hier halbwegs gut aus, oder? Was sagt ihr? Sieht doch gut aus. So, die Seile, die räumen wir auf jeden Fall nochmal woanders hin. Könnten wir auch hier reinräumen. Wir könnten es auch zum Holz räumen. Dann räumen wir sie halt mal hier erstmal zum Sand wie zum Ton. Passiert auch nichts. Kupferbarren nehmen wir mal raus. Hier jetzt unsere gute Metallkiste. Schaut mal. Und dann würde ich sagen, wir machen gleich weiter, oder? Wie viel Holz ist noch drunter? Ja, ich denke mal, da ausreichen. Ah, dazu könnte man dann vielleicht in Zukunft direkt daneben gleich mal irgendwas hinbasteln oder irgendwie. So, mein Lieben. Das hat man jetzt geschafft. Ich würde sagen... Oh, in der Ankunftskiste noch 60 Schrott drin. Ja gut, ist nicht schlimm. Ich würde sagen, wir wären hier soweit. Wir richten das Segel wieder aus, und zwar nicht auf die Insel, sondern der Strömung nach. Geht's hier raus, und dann würde ich sagen, Anker lichten, weiter geht's. So, auf jeden Fall haben wir kistentechnisch schon richtig derber was gemacht. Alleine die Fische und so weiter und so fort. Wir nehmen jetzt den mal runter, und jetzt würde ich mal so einen Wels probieren. Alter, was ein Lappen. Was ist denn das? Okay. Ich würde sagen, wir platzieren mal. Wie viel hätten wir noch? 9 Stück.
Böser. Geh weg. Wir bräuchten eigentlich auf unserem Raft immer irgendwo so einen kleinen... Ja, immer irgendwo so einen kleinen Vorrat. Hier hinten kommt wieder eine Insel. Da sind wir gerade weg. Und hier hinten kommt wieder eine kleine Insel. Nein, das ist keine kleine Insel, meine Lieben. Das ist keine kleine Insel. Das ist eine größere. Das ist eine richtig krasse große Insel. Okay. Gut. Ihr wisst, was das heißt. Auch diese große Insel, guck mal an. Das trauen wir uns jetzt einfach mal. Wir dürfen nicht vergessen, Achtung, der Vogel ist drauf. Wir dürfen nicht vergessen, da sind auch andere... Ich weiß ja, was da alles drauf ist. Aber, so wie das aussieht, ist da richtig was los auf dieser Insel. Da ist der Vogel. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal richtig. Ich getraue mich nicht mal zu sagen, dass wir das uns alles in der nächsten Folge angucken. Wir sollten erstmal schauen, dass wir hier irgendwie mal dort anfahren können. Schade, dass man das, schade, dass man das Raft nicht drehen kann, ne? Das ist echt schade. Aber gut, so wie es aussieht, kommen wir, ich sag mal, kommen wir in die richtige Region rein. Hier vorne ist auf jeden Fall ein Fass, was wir uns noch holen könnten. Ich bin ganz ehrlich gesagt wieder ein bisschen nervös. Ich habe mal die Maus beiseite gelegt und guck mal einfach mal die Insel so an. Schaut mal, hier links unten rennt schon das Schwein durch die Gegend. Mal sehen, hoffentlich ist es nur das eine. Vielleicht gibt es hier auf der Insel auch wieder eine Höhle, wo wir ein bisschen was abgreifen dürfen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall treiben wir direkt drauf zu. Ich würde sagen, wir fahren mal hier an. Damit wir außer der Reichweite von diesem Vogel bleiben. Schaut mal, der kommt gefährlich nahe. Der kommt echt gefährlich nahe, ne? Aber geil, wieder eine große Insel, ne? Man muss es auch, man muss es auch mal so sehen. Geil, eine große Insel. Freue mich total. Wir sind gleich da. Laufen hier gleich auf. Und bam. Okay. So, dann gucken wir mal. Ausrüstung. Speer. Bogen. Bisschen was zu trinken hätten wir noch. Hier gibt es auch wieder ein großes Riff. Hundertprozentig. Ich würde sagen, wir räumen... Nee, das lassen wir mal noch drin. So ein bisschen was ausräumen brauchen wir eigentlich nicht. Seile kommen hierher. Kunststoffe und so weiter, das wird man dann hier herräumen. Okay, und so sieht das erstmal gut aus. So wird dann Schuh draus. Also, meine Lieben, wir schnappen uns mal noch... Oh, den letzten Schluck zu trinken. Super. Hoffentlich kann man irgendwann mal Alkohol hier basteln. Bei der Nervosität. Oh Mann. So, also 12 hätten wir mal. So, der Bogen ist eigentlich... Ja, der Bogen ist noch sehr gut. Der Speer. Wir müssen uns auf jeden Fall mit allen beiden anlegen. Dafür hätten wir jetzt bestimmt ein bisschen Munition irgendwann. Das ist aber auch mal noch Zukunftsmusik. Was wir jetzt auf jeden Fall bräuchten, wäre erstmal eine saubere Hose. Dann dass wir nicht mehr so zittern. Und ja, sonst ist alles soweit so gut. Ach so, in Metallspeer. Ja, brauchen wir aber eigentlich auch nicht. Wir brauchen es eigentlich auch nicht, ganz ehrlich. So, na gut. Wo sind wir denn? Also wir sind erstmal hier. Alles klar, alles klar. Müssen wir echt aufpassen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay. Was für eine Energie das Ding hatte. Auf uns zugerannt.
Okay, ein Leder, ein rohes Fleisch, ein Leder, zwei Leder und viele Metallpfeile. Alles klar. Okay, das war schon mal Step 1. Boah, boah, was für ein Teil, ey. Boah. Okay. Wahnsinn, schaut mal, wie schön. Da oben läuft noch einer rum. Da oben ist noch ein Schwein. Okay, alles klar. Hier gibt es mehrere Gegner auf der. Hier gibt es mehrere Gegner auf der. Auf der Insel. Ist auch nicht schlimm. Hier waren wir auch noch nicht. Also hier. Hier gibt es noch eins. Wie viele rennen denn hier rum? Oh Gott. Mist. Okay, das hätten wir. Wie viele Schweine oder Vögel oder ist egal, wie viele gibt's denn hier? Ist ja der Wahnsinn. Okay. Da oben gibt es noch ein Schwein. Alles klar, da drüben sieht es aus, wie wenn man da hoch kann. Nehme ich mal an oder so. Ja, okay. Hier unten kann man auch was abgraben. Ach, hier ist eine Höhle. Ist ja cool. Kann man da etwa noch hinten raus oder wie? Ach, niedlich. Schaut mal, wieder so ein Tier. Ja, tatsächlich. Müssen wir eine Schaufel mitnehmen? Oh, alles klar. Jede Menge Pilze, jede Menge. Ich sag mal, Buddelstellen und so weiter. Oh ja. Okay. Das sollten wir uns hier auf keinen Fall entgehen lassen. Das heißt. Wir müssten uns dann zuerst auch mit dem Vogel anlegen. Das werden wir dann mit gleich machen. Wo ist denn der? Da musst du eher aufstehen, mein Freund. Musst du wirklich eher aufstehen. Kannst gerne probieren. Okay, wo hört denn jetzt? Ja, das ist halt seine Schwachstelle von dem Vogel. Da, wo er die Steine jedes Mal herholen. Und eine kleine Reserve braucht man auf jeden Fall zum Raft. Weil, wie gesagt. Okay, laufen wir gleich mal zurück. Die Bäume und so weiter, die schlagen wir dann alles. Ich würde dann sogar vorschlagen, in der nächsten Folge machen wir reinweg nur. Baumschlagaktion oder irgend sowas. Und da gucken wir mal, wie viel hier insgesamt von den Planken aktuell auf der Insel drauf ist. Das würde mich auch mal sehr, sehr interessieren. Das Fleisch legen wir auf jeden Fall wieder hier ab. Wo hat man das? Okay, ich wollte gerade sagen, wo hat man das Fleisch abgelegt? Das Leder müssen wir dann woanders hin haben. Wow. Also eine Insel und das sind schon, ich weiß ja, wie viele da drauf, ne? Hier ist das Leder. Sehr schön. Jetzt bräuchte ich mal auf jeden Fall mal noch was. Boah, hier, gegarter Wels. Ist das ein Lappen? Ach, das ist ja cool. Der hat ja. Der hat Aufladung. Das ist ja geil. Okay, was? Gegarter Wels platzieren. Hä? Wieso? Gegarter Wels platzieren. Und was macht man jetzt mit dem gegarten Wels? Das ist aber schade. Okay, da trinken wir halt noch eins, ist ja kein Problem. Essen wir halt den dritten da, ist ja kein Problem. Dann schauen wir mal, was wir noch als Essen haben. Schaut mal, es gibt da noch jede Menge Filets. Oder rohes Haifischfleisch. Entschuldigt bitte. Ja, und dann werden wir mal gucken. Ein bisschen Zeit ist ja noch.
Was haltet ihr davon? Wir probieren es auf jeden Fall weiter gegen den Vogel. Was dann hier rauskommt, interessiert mich auch mal. Okay, mein Lieben. Ihr seht, ne, was das wieder hier für ein großes Riff hat. Das heißt, wir werden die nächsten 2-3 Folgen bestimmt hier bleiben. Wo war denn jetzt der Vogel? Habt ihr den gesehen? Wieso hat er uns getroffen? Wir sind ja... Egal. Wir sind ja davor eigentlich weggelaufen, oder? Na komm, mein Freund. Auf jeden Fall schön. Da hinten gibt es eine Höhle. Ach, wieso fliegt denn der jetzt so weit hier da durch die Gegend? Das ist doch nicht schön. So, jetzt müssen wir doch mal in den Radius von ihm kommen. Schade. Okay, einen Pfeil hätten wir mal verbraten. Einen Pfeil hätten wir verbraten, ist auch nicht schlimm. Da hinten holt er wieder Steine. Der schlimme, schlimme Wicht. Na komm her, mein Freund. Na komm her. Mist. Der Pfeil ging wirklich, der ging meilenweit daneben. Schöner Treffer. Sehr schöner Treffer. So, dass ich da hinten wieder ein. Wir brauchen auf jeden Fall immer, wenn es geht, so einen relativ freien Blick. Das wäre richtig gut. Wo ist er? Hier hinten fliegt er. Oh, wieder viel zu weit weg. Viel zu weit weg. Na komm, mein Freund. Na komm, mein Freund. Wenn das Duell willst, dann... Dann ist es halt so. Schaut mal, wie viele Pfeile mittlerweile unten drin stecken. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben nur gekillt. Wir haben es geschafft. Und jetzt schauen wir mal, dass wir uns da oben noch mit dem Schwein anlegen. Geil, ist das geil. Super, mega. Okay, wie viel Treffer braucht das Schwein? Das braucht, glaube ich, 5 oder 6 Treffer, ne? Mit den bedeutend besseren Pfeilen hier. Oh, Mann. Jetzt wird es nochmal richtig hart, wisst ihr das? Wassermelon, schön. Da ist es. Wir haben es getroffen. Und jetzt? Wir haben es wieder getroffen. Kann das sein? Und wieder getroffen. Also wenn man so das Schwein ausschalten kann, dann ist das perfekt. Dann müssen wir nur kurz warten und immer wieder schön drauf schießen. Oh, schade. Und das ruhig wiederkommen, Schwein. Ich meine, wir hätten es auch von da drüben versuchen können, aber gut. Mist. Oh, schaut mal, hier hinten ist ja richtig freie Fläche. Jawohl, wir haben es geschafft. Jetzt stand dort, dass irgendein Error da war. Ich weiß aber nicht genau welcher.
Es kann uns jetzt erstmal egal sein. Das war, so wie es aussieht, war das Schwein schon derbe verpackt. Aber gut, dann ist es halt so. Okay, das ist jetzt zumindest die erste Kiste zu unserem Lohn für unsere Mühen. Blanke, blanke Metallbahn, blanke, blanke. Also, sehr schön. Das hätten wir auf jeden Fall erstmal erbeutet. Das ist sehr, sehr gut. Und ich würde dann sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal. Dann werden wir uns mal mit der Schaufel bewaffnen. Werden wir mal in die Höhle reingehen und dann schauen wir mal, wie viel wir hier insgesamt Planken schlagen dürfen. Beziehungsweise Planken rausholen von den gefällten Bäumen, die wir dann hier einfach nur umnieten werden. Da bin ich echt mal gespannt. Okay. Ja, wenn man schon so ganz leer wird, man dann wohl auch nicht zurückgehen wollen. Ne? Ananas. Ist wieder eine Ananas. Hier hinten wäre noch eine Weiße. Davon nehmen wir definitiv nichts mit. Das Inventar. Ja, zwei. Okay. Wow, hier hinten steht ja auch noch was. Also hier muss man echt aufpassen. Also in jedem Fleck dieser Insel. Also wirklich ungelogen, an jedem Fleck dieser Insel ist hier was anders. Ich glaube, die großen Bäume, die dürfen wir dann natürlich nicht schlagen. Aber die kleinen auf jeden Fall. Und hier oben sieht diese Palme dürfen wir auch schlagen. Da ist noch eine Weiße. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Jawohl, gibt auch gleich den Samen dazu. Sehr schön, danke. Blaue nehmen wir mit, blaue nehmen wir mit. Bisschen Kunststoff. Und dann würde ich sagen, sieht das doch gut aus hier, oder? Ja, in die Höhle gehen wir dann auf jeden Fall, wenn wir die Schaufel haben. Und ich sag mal, das, ja, es ist doch alles gut. Alles gut. So, mit dem zu trinken und zu essen sieht es auch nicht mehr so gut aus. Würde ich sagen, ich wollte gerade sagen, zwei Bissen von der Wassermelone und die Sache sieht schon wieder ganz anders aus, ne? Perfekt. Absolut. Bam. Wir sind wieder auf unserem Raft drauf. Dürfen das Zeug ganz, ganz normal relativ geschwind sortieren. Ich sag's euch, was wir jetzt machen dürfen. Wir dürfen jetzt sogar uns ein Bett bauen. Eine Hängematte. Wir dürfen uns jetzt echt eine Hängematte bauen. Oh. Ach, hier gibt's ja keinen Kunststoff mehr drin, ne? Das haben wir jetzt alles so schön wegsortiert. So, das kommt raus und alles andere sortieren wir dann mal schnell. Hier, schaut mal die Feder. Jetzt haben wir 13 Stück. Wisst ihr, was das heißt? Ja, wir dürfen jetzt, wie gesagt, die Hängematte bauen. So, dann schauen wir mal, was wir hier oben noch reinbringen. Unsere Trophäe geht unten rein. Dann schauen wir mal hier. Wassermelone, Ananas. Und die blauen Samen passen auf jeden Fall hier rein. Das Fleisch geht rüber, die Beeren gehen auch rüber, das Leder. Hatten wir hier unten irgendwo, glaube ich, drin? Nee, das hatten wir auch hier drin. Das Leder hatten wir auch hier drin. Die Ananas und so weiter, das ist ja alles Fleisch. Und Stahlbahn kommt wieder hier rein. Wow, schaut mal, also wir haben jetzt mittlerweile 45 Stück für die letzten zwei, haben wir nicht mal irgendwas machen müssen. Schon geil. Was ist das? Asche. Ah, so bringt man hier die Asche raus. Das heißt, irgendwas Fertiges muss man dann wieder dort rein deponieren und dann... Okay, sehr interessant. 8 Fleisch hätten wir schon. Und dann sollten wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge dann mit der Schaufel bewaffnen. Asche. Erforschen. Was, jetzt können wir Schmutz basteln. Und zwar mit Asche und Kletterpflanzenklipper können wir jetzt Schmutz bauen. Das heißt, wenn man das zusammenmischt, kriegt man Schmutz raus. Das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Schön.
Und hier gibt es dann den explosiven Schleim. Da brauchen wir nur noch eine blaue Blume. Quatsch. Na, da holen wir uns doch eine, oder? Würde ich sagen. Mist, falsch umgelaufen. Das würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall abschließend. Und dann alles andere in der neuen Folge erforschen. Und tatsächlich, wir können jetzt explosiven Schleim basteln. Explosive. Oh. Nägel und Schrott. Blaue Blumen. 3 Glipper, 4 Ton und 4 Sand. Und da gibt es 2-mal explosiven Schleim. Also das ist teuer. Das ist echt teuer. Aber jetzt wissen wir mal, für was wir den Sand und für was wir den Ton wirklich, wirklich ausgeben können. Was uns dann hier das Genick bricht, sind definitiv die blauen Blumen. Aber das ist nicht immer so schlimm, sondern auch der Glipper. Also sehr teuer. Also das ist wirklich, wirklich teuer. Das ist eine Mod. Man könnte das normal, kann man so nicht bauen, den explosiven Schleim. Das ist genauso wie den Schmutz, das kann man normal auch nicht bauen. Und ihr seht's, man kann hier 5 Schmutz, kann man hier bauen, indem man 5 Asche, 5 Stück, ein Glipper, ein Pilz und eine Silberalge zusammenfügt. Und ihr habt es gerade gesehen, aus 2 Asche, da muss man irgendwas dann in die Schmelze reinschmeißen, dass man da Asche rausbekommt. Und das, also billig ist das auch nicht. Vor allen Dingen, die Silbereigen sind sehr selten und kommen auch nur hier auf diesen, an diesen großen Inseln vor. Ja, da muss man wirklich aufpassen, was man tut, ne? So, ich sag mal, das kommt auf jeden Fall mit hier rein. Das passt schon. Genau, füllen wir mal unseren Getränkehaushalt wieder auf. Perfekt, das leeren wir mal da wieder rein. Hier bräuchten wir mal ein bisschen Holz. Ach, das gute Baufolgenholz. Planke platzieren. Jetzt machen wir auf jeden Fall mal alles voll, würde ich vorschlagen. Ja, nur noch 11 Stück. Unglaublich, so schnell geht das, ne? Gibt's gar nicht. Was ist denn, wenn man jetzt... Das interessiert mich mal was. Wenn man jetzt eine Rübe dort reinsteckt, geht das? Nee, eine Rübe geht nicht. Man muss schon tatsächlich entweder so ein... Entweder so ein Fischen... Jawohl, okay, alles klar. Ich schätze mal Fisch oder Fleisch oder so, dass, wenn man das dann da drüben einsetzt, dann kriegt man das auf jeden Fall dann auch aus. Gut. Okay, meine Lieben, das war's bis hierher. Ganz, ganz vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns auch in der nächsten Folge wieder mit begleitet. Da ist auf jeden Fall der Hai wieder mit da. Das garantiere ich euch gleich. Und ja, nicht nur der Hai ist da, sondern auch der Detlef. Meine Wenigkeit. Und wir freuen uns dann zusammen auf einen kleinen Exkurs auf der Insel. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ich denke mal, viel Spaß, viel Spannung. Mal sehen, wie viele wir rausbekommen von den Planken. Ich nehme mal an, bestimmt so 100. Auf jeden Fall. Und schaut mal, wie viele alleine hier Palmen rumstehen. Ne? Und da geht es da hinten noch weiter. Und deshalb bin ich wirklich mal gespannt. Und danach, denke ich mal, gehen wir dann unter die Wasserlinie drunter. Und hier waren wir auch noch nicht unten. Da denke ich aber, wird es auch die eine oder andere Überraschung sicherlich geben. Okay, meine Lieben, vielen, vielen Dank. Liebe Grüße, euer Zanto. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.